der DBZ Newsroom am Mittwoch. Bergfest haben wir und Maike Schaper ist bei mir. Hallo. Hi. Und du hast eine krasse Geschichte. Im ersten Moment denkt man wirklich heftig, denn ein Busfahrer hat einen Erstklässler einfach so an der Straße ausgesetzt, weil er die Haltestelle verpasst hat. Aber erklär mal kurz, wie es genau war. Also ausgesetzt würde ich nicht sagen, er hat ihn da rausgelassen, das ist richtig. Der Erstklässler hatte seinen zweiten Schultag. Am ersten Tag ist Papa noch mitgefahren, hat ihm gezeigt, wie man richtig Bus fährt. Am zweiten Tag sollte der Erstklässler alleine fahren, von Hemering nach Lachem, da wo er wohnt. Der ist dann auch nach der Schule in den Bus eingestiegen, der sechsjährige Junge, hat dem Busfahrer gesagt, ich muss nach Lachem. Und als es dann aber soweit war und der Bus sich Lachem genähert hat, hat der Junge vergessen, auf den Halteknopf zu drücken. Kann passieren. Kann passieren. Der Busfahrer ist dran vorbeigefahren und ein paar Meter hinter Lachem ist ihm dann eingefallen, oder wollte ja jemand raus. Also ist er an der Landstraße zwischen Lachem und Haferbeck rechts rangefahren und hat den Jungen da rausgelassen. Und der Junge, der wusste erstmal gar nicht, wo er ist, oder? Nee, es war nicht so schlimm. Seine Mutter wollte ihn sowieso von der Bushaltestelle abholen und ist dann den Bus hinterhergefahren und hat ihren Jungen dann abgeholt. Jetzt wollen wir von den Öffis wissen, wie reagieren die denn eigentlich, wenn sowas passiert? Genau. Gibt es da eben einen Notfallplan? Gibt es da einen Masterplan, was immer gemacht wird, wenn Kinder im Bus sitzen bleiben oder auch ältere Menschen, demente Menschen vielleicht? Und ja, da wollen wir mal hören, was die Öffis da machen. Entschuldigt haben sie sich aber für den Vorfall schon? Genau. Der Betriebsleiter der Öffis hat sich für den Vorfall entschuldigt, hat gesagt, Mensch, das kann natürlich nicht sein, aber hat eben auch darauf hingewiesen, dass eben der Halteknopf dafür da ist, wenn man raus will. Der soll schon gedrückt werden, die Busfahrer müssen sich das nicht merken. Im Bus sitzen geblieben, weil nicht auf den Halteknopf gedrückt. Was passiert dann? Wie handeln die Busfahrer? Wie verhalten sich die Öffis? Das ist die Geschichte, die ihr morgen in der Donnerstags-DWZ komplett nachlesen könnt. Über den Tag verteilt gibt es auch ein paar Recherche-Tweets auf dem Twitter-Kanal von Maike. Und dann bin ich sehr gespannt, was du rausfindest. Dankeschön. Tschüss.